Ben hat Angelman-Syndrom, eine sehr seltene genetische Erkrankung. Der englische Kinderarzt Harry Angelman gab dem Syndrom 1965 seinen Namen. Bei der Krankheit ist das Chromosom 15 mütterlicherseits verändert. Kleine Veränderung, sehr große Auswirkung. Betroffene von Angelman-Syndrom sind geistig und körperlich stark verzögert, bleiben auch als Erwachsene auf dem Stand eines Kleinkinds. Typisch für Betroffene ist ein glücklicher Gesichtsausdruck. Sie lachen viel. Viele können nicht sprechen, einige ein paar Wörter äußern. Sie bewegen sich oft sehr steif und ruckartig mit wedelnden Armen, wodurch ihnen das Laufen schwerfällt. Auch Schlaflosigkeit und Epilepsie belasten viele Angels und ihre Familien. Um die Angels bekannter zu machen und über die Krankheit zu informieren, wurde der International Angelman Day ins Leben gerufen. Der Februar als Monat der seltenen Erkrankungen. Der 15., weil die Veränderung auf Chromosom 15 entsteht. An diesem Tag leuchten weltweit Gebäude und Wahrzeichen in Blau. Die frische Erkennungsfarbe Blau vermittelt viel Leben und Lebendigkeit. Wie die Angels selbst. Und sie weckt Neugierde. Viele Menschen fragen sich, was die blaue Beleuchtung bedeutet. So bekommt das Angelman-Syndrom die nötige Aufmerksamkeit. Je bekannter das Syndrom ist, desto schneller können Ärzte und Humangenetiker eine gesicherte Diagnose stellen. Betroffenen Eltern erleichtert die Diagnose, sich mit der Krankheit ihres Kindes zu arrangieren und den Alltag mit einem Angel neu zu gestalten. Unterstützung bekommen sie dabei vom Angelman-Verein, der Familien begleitet und berät auf ihrem Weg. Er informiert über Hilfen und aktuelle Forschung, um den Angels mehr Lebensqualität zu geben. Und er stärkt das Wir-Gefühl der Eltern als Schicksalsgemeinschaft. Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Angelman-Vereins.